Guten Tag, Frau Smith. Guten Tag. Wie Sie gewünscht haben wir die gefährlichsten Superschnucken der Welt gefunden. El Gliento ist der gefährlichste Superschnucken der Welt. Ein S-klassiger Attentäter mit einzigartigen Superkräften im Ruhestand. Ihr Burrito und Ihr Kaffee, Sir. Oh, endlich sind Sie hier. Das war lange. Der Kaffee ist kalt. Wie soll man ihn trinken? Ganz ruhig geblieben. Das kriegen wir hin. Fertig. Es ist erledigt. Oh, das ist was anderes. Dankeschön. Geht, was ist denn das? Das kann man doch nicht essen. Was? Ist das auch kalt? Er ist so einfach nur schrecklich. Geben Sie mir mein Geld zurück. Leider kann ich dir dein Geld nicht zurückgeben. Was haben Sie gesagt? Weißt du, was ich mit dir gleich mache? Mama mia, so wollte ich das nicht. Was hast du denn gemacht? Das waren doch wichtige Dokumente. Entschuldigung. Der Burrito war sehr lecker. So hört sich das doch besser an. Großartig, er passt uns gut. Wir gehen weiter. Bube ist ein psychisch labiler Kriminell, der aus Swaziland. Ein echtes Schisszorn, ein Wilder, ein Psycho. Selbst die ruchlosesten Verbrecher der Welt haben Angst, mit ihm was anzulegen. La 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 la, ich liebe Spaziergänge. Setz dich, Gefangener. Und was werden wir jetzt machen? Werden wir Karten spielen? Jetzt werden wir deinen Geisteszustand überprüfen. Ich werde dir Bilder zeigen und du sagst mir, was du darauf siehst. Versuchen Sie es mal. Was siehst du auf diesem Bild? Einen Raubüberfall. Meinen Lieblingsraubüberfall. Jemand hebt Geld aus der Bank ab. Dankeschön. Nächstes Bild. Ich sehe Gangs. Schießerei. Ich mag Schießereien. Viele Schießereien. Okay, noch ein Bild. Okay, und noch ein Bild. Eine Entführung. Jemand wird mit einem Sack über dem Kopf in ein Auto gezerrt. Oh Gott, das habe ich vermisst. Wunderbar. Test bestanden. Der Patient ist psychisch instabil. Sie können ihn wegschicken. Oh, wird der Bube irgendwo hingehen? Wirklich? Bube ist der, den wir brauchen. Wer ist der Dritte? Der Kleine. Echter Name ist Kibikov Vladislav Pavlovich, ursprünglich aus Russland. Berühmtester Soldat der Welt. Ein erstklassiger Räuber. Meist im Umgang mit Wurfwaffen. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Okay, wir sind fertig. Schauen wir mal um die Ecke. Okay, alles klar. Los geht's, komm. Bleibt nur noch das Geld zu finden. Wirklich? Wirklich? Habt ihr das Geld mit einem Schlüssel im Safe eingeschlossen oder was? Das ist der einfachste Raubüberfall, den ich je gesehen habe. Stehen geblieben. Endlich haben wir dich gefangen. Ich habe Angst. Ich habe solche Angst. Das war ein Scherz. Denk dran, versuch niemals einen Ficker zu ficken, Alter. Klar soweit? Hände hinter den Rücken. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Großartig, so eine Truppe sollte unseren Auftrag erfüllen. Frau Smith, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie sehr gefährlich und unkontrollierbar sind. Bringen Sie sie zu unserer geheimen Anlage und ich kümmere mich um den Rest. Wird gemacht. Moment mal, was ist das für eine Akte in der Hand? Sie haben mir nichts davon gesagt. Hier ist ein Superschnucken, den wir nicht ansprechen können. Zeigen Sie mir. Mhm, ja, ich hab's. Ich weiß, das bist du. Der letzte Zuschauer, der den A4-Kanal nicht folgt. Der Joker wurde angemeldet, Darth Vader auch. Sogar Thanos hat sich gewehrt, aber jetzt folgt er uns. Wir brauchen dich heute als Beobachter und Mentor, um jeden Schritt zu beobachten und in den Kommentaren zurückzuschreiben. Aber dafür musst du den roten Knopf drücken. Ohne das können wir dich nicht mitnehmen und der Fall könnte wahrscheinlich scheitern. Der graue Knopf ist ein Passierschein, also melde dich an und möge die Macht mit uns sein. Mama mia, wo bin ich denn? Was ist passiert? Das kann mich nicht aufhalten. Oh, so ist besser. Oh, Speckbauch hier. Rasen. Und was ist das hier? Probieren wir es mal. Das geht nicht. Es ist zu eng. Ich frage mich, wer hat es gemacht? Das ist echt seltsam hier. Igitt, warum nichts nach Feuer? Mach dir keine Sorgen, mein Freund, warum bindest du mir nicht die Hände los? Ich hab dich noch nie gesehen, Mann. Na gut, das ist bequem so. Man kann sich sogar hinsetzen. Ich habe mir immer einen Stuhl dabei. Wer ist dieser Typ? Ich hab keine Ahnung, Mann. Nun, das werden wir gleich herausfinden. Aufstehen! Wer seid ihr? Warum bin ich gefesselt? Rück dich nicht zu sehr auf. Wir haben alle dieselben Fragen. So, na?
Komm schon, komm drücken, schon. Drücken, drücken, drücken. Es klebt sowieso sehr fest. Für Kid gibt es keine Grenzen. Wer seid ihr nochmal? Was wollt ihr von mir, ihr Idioten, Alter? Jede eurer Fragen kann ich beantworten. Gut, aber zuerst werde ich einen leckeren Burrito machen. Das denke ich nicht. Oh, was für ein Burrito. Habt keine Angst, Jungs. Ich werde uns jetzt alle retten. Was war denn jetzt unsere Schuld? Schlag doch nur den Verrückten da hinten. Wenn das nächste Mal einer von euch versucht, die Fernbedienung zu klauen oder mir nicht zu gehorchen, drehe ich auf Maximum und verwandle euer Gehirn in Kartoffelbrei. Geht, das klingt eklig. Wir haben es kapiert nicht mehr. Also kommen wir zur Sache. Vor 2 Tagen haben Kriminelle eine öffentliche Schule gestürmt und ein 11-jähriges Mädchen entführt. Und die hat uns wegen eines Schulmädchens hergebracht? Wir sind eigentlich ernstzunehmende Superschurken, Alter. Das ist nicht irgendein Mädchen. Es ist die Tochter des Präsidenten. Das ist ja lustig. Wir haben herausgefunden, wo sich die kriminelle Anlage befindet. Aber unser Sondereinsatzkommando ist nicht stark genug. Also haben wir beschlossen, euch zusammenzustellen. Eure Gruppe hat die Aufgabe, das Gelände zu betreten, herauszufinden, wo die Tochter des Präsidenten festgehalten wird und sie zu befreien. Und das Wichtigste, wenn dem Mädchen auch nur ein einziges Haar vom Kopf fällt, seid ihr alle tot. Ja, das ist alles klar. Aber warum sollten wir das tun? Erfüllt ihr den Fall, werden wir alle Anklagen gegen euch fallen lassen und ihr werdet nicht mehr gesucht. Also, ich bin dabei, oder? Ich auch. Warum seht ihr mich so an? Ich bin genau wie alle anderen. Der letzte Schliff und das Flugzeug ist fertig. Mama mia. So, Kämpfer, es ist an der Zeit, euch in den Plan einzuführen, wo die Geisel festgehalten wird. Was? Wo ist der Plan? Wir müssen natürlich noch an der Aerodynamik arbeiten. Kleiner, was machst du da? Das ist ein wichtiges Dokument. Bring es sofort wieder her. Okay. Gib mir keinen Stromschlag. Also, seht her. Unser Ziel ist diese Militärbasis. Eure Aufgabe ist es, die Basis unbemerkt zu betreten. Was geht hier vor? Nun, Sie haben es selbst gesagt, die Basis zu betreten. Das bin ich, das ist Kleine und das ist das Licht. Hörst du mich, du kleines Licht? Ich werde die Haare abbrennen. Genug Unsinn. Wir haben eine ernsthafte Mission. Oh, tut mir leid. Ich bringe das in Ordnung. Was treibst du denn da? Wir haben nur eine einzige Kopie. Keine Sorge, Signora, ich bring das in Ordnung. Oh, also hier, bitte die Messer aus. Was ist so lustig? Okay, wir werden improvisieren. Kommt schon, ich verteile euch Waffen. Waffen. Kämpfer, ich werde euch jetzt eure Lieblingsspielzeuge verteilen und macht keine Witze, denn die Armbänder sind immer noch an euren Füßen. Wir fangen mit dem Kleinen an. Komm mal her, fangen wir mit deinem Favoriten an. Yo, meine Freunde sind wieder da. Komm her, meine Guten. Orange, ja? Das ist noch nicht alles. Hier sind ein paar Granaten, wenn du etwas Lärm machen willst. So, und damit können wir unsere Aufgaben sicher erfüllen, ne? Aha, da seid ihr! Hey, sei nicht dumm. Kleiner, mach keine Dummheiten. Ha, komm schon, ich mach nur Spaß. Glaubst du, ich bin Psycho oder was? Jemand hat mich gerufen. Dein Spielzeug, Bube. Der Mantel, mein Lieblingsstück. Komm zu Baba. Hoho. Will denn niemand Karten spielen? Mama mia. Das ist meins. Lass mich in Ruhe. Wer hat zu wenig Parfüm? Oh? Ist das deine Pfeife, mit der du jemanden erschrecken willst, oder was? Was hast du über meinen Freund gesagt? Willst du, dass ich dich mit Blei füttere? Spart euch eure Wut für die Sache. Habt ihr auch etwas für mich vielleicht? Du kommst schon zurecht. Du hältst die zwei unter Kontrolle. Also dann, ab an die Sache. Wie lange müssen wir noch fahren, ne? Hey, großer, kleiner, was los? Ja, mir ist noch ein bisschen mulmig zumute. Mir würde mal schlecht, wenn ich Auto fahre, weißt du? Hä? Was für ein super Schurke! Gib mich so an, du Gefährter. Ich kann in den Arsch treten, ne? Jetzt sofort. Wow, ich habe Angst. Hör mal, lass uns irgendwo hier in der Nähe mal anhalten und uns ein bisschen Wasser kaufen. Chef, halt mal an jetzt. Hör mal, ich will nicht, dass du auf mich draufkotzt oder so. Komm schon, beeil dich einfach. Warum hat er einen Stein aufgehoben? Hey, Verrückter, was soll das denn werden? Und jetzt lass uns ein bisschen Spaß haben hier. Scheiße, die Bullen sind hinter uns her, Mann. Nein. Juhu, langsam gefällt mir diese Fahrt. Chef, halt mal an. Mist, wir haben ein paar Probleme. Lass uns raus. Wisst ihr, wer wir sind? Wir haben Spezialauftrag vom FBI. Echt, Mann, wirklich, ohne Scheiß. Was siehst du denn dort? Das ist ja ein Spezialauftrag. Stillst du sitzt, um mich nicht zu nerven. Wir sind eine geheime Truppe. Wir müssen die Tochter vom Präsidenten retten. Ihr seid einfach nur Diebe. Ihr werdet hier sitzen bleiben, während ich euch in der Datenbank durchsuche. Ruft Agent Smith an. Die wird euch alles erklären. Lass mich hier raus. Ich habe jedes Recht, diesen Anruf zu haben. Hey! Ich habe genug von dir, du kleine Whisker. Ich lasse dir den Anruf sehen. Was ist los? Aber unter der Bedingung, dass du deinen Mund hältst. Okay.
Komm schon, Gerard Smithy. Ey, Frau Smith, wir wurden verhaftet. Erklären Sie denen, dass wir auf einer speziellen Mission sind. Die Drecksäcke wollen uns nicht rauslassen. Was soll das heißen, niemand darf von der Operation erfahren? Was? Wie, wir sollen alleine damit klarkommen? Ey, ey! Oh, verdammt doch mal. Okay. Also, Agent Smith hat sich geweigert, uns zu helfen. Wenn wir die Mission nicht beenden, wird sie uns zerstören. Also, wir müssen hier raus. Schnell, Leute. Gute Idee. Lasst uns Bohnen auf die Wächter werfen. Du bist dran. Du bist dran. Nimm das. Hey, nerv mich nicht. Wir müssen etwas tun jetzt hier. Die Einheimischen haben erzählt, dass das Gefängnis durch ein Tunnelsystem verbunden ist. Das Loch an der Wand ist unser Weg in die Freiheit. Und womit sollen wir es schaffen, hä? Mit einem Teller oder einem Löffel was graben oder was, Alter? Keine Sorge. Ich nehme das Werkzeug mit. Wächtern! Und warum seid ihr alle so traurig? Okay, du hast 3 Sekunden, um von dem Stuhl aufzustehen. Ich steige nicht ab. Und was werdet ihr mit mir machen? Du bekommst die erste Warnung. Oh, ich habe Angst, ich habe Angst. Du hast eine Chance. Jetzt nehmen wir mit in den Vorhörraum. Dort bringen wir ihn den ganzen Dreck aus. Arme Kerl. Ja, wir sollten diese Platten mitnehmen. Sie können uns nützlich sein, um hier rauszukommen, Alter. Aufmachen, Chef. Wie schön. Was wollen wir denn jetzt tun? Ich schätze, wir werden Spaß haben. Keine Ahnung, wie es mit dir sein wird, aber ich werde meinen Spaß haben. Nun, wie sollen wir anfangen? Vielleicht war es schon eine Weile nicht beim Zahnarzt. Schon lange nicht mehr. Oder sollten wir vielleicht deine Zunge kürzen? Gibt es vielleicht etwas Schlimmeres? Einen Hammer vielleicht zum Beispiel? Machst du jetzt Witze? Na gut, wir werden jetzt dich ein bisschen aufladen und sehen, was mit dir sein wird. Stell auf 150 Volt, ein paar Sekunden sollen reichen. Oh, wie schön! Was für eine Technik ist das? 200 Volt! Das tut gut! So ein Spieler wie ich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schon gut, ich habe etwas für dich. Jetzt wirst du schön still sein. Bube will keine Ruhe, Bube will Lärm! 5 Sekunden, du wirst wie ein Stück Gemüse sein. Die Zeit läuft ab. 1. Wie, ein Gemüse? 2. Auf dem Bild? 3. Ich will nicht 4, auf das Bild. 5. Ich hab's euch gesagt. Schau, er bewegt sich nicht mal. Er ist eingeschlafen. Bin noch wach. Ich hab die Chance voll von dir. Wo ist mein Werkzeug? Wo habe ich den Hammer hingelegt? Na gut, hier gibt es aber schon was Interessanteres. Na, damit hätten wir anfangen sollen. Wenn du dieses Zirkus nochmal anfängst, kriegst du Ärger. Die Hände. Bitteschön. Nun, langweilen Sie sich nicht, Genosse Polizist. Lassen Sie uns noch ein bisschen Spaß haben. Reingelegt, reingelegt. Zeit zur Sache zu kommen. Was machst du da, Psycho? Du hast mich schon seit einer halben Stunde nicht ausruhen lassen. Genosse Wache, ist schon gut, ich übe nur. Also da, links, rechts. Setze dich schnell auf die Bank und beruhige dich. Noch ein Tunnel, stecke ich in die Strafkammer. Okay, aber ich war noch nicht in der Strafkammer. Vielleicht sollte ich mich dort hinsetzen und ausruhen. So, er ist weg. Was für ein tolles Bundesdeck. Bleibt tschüss zusammen. Wo führt dieser Tunnel hin? Oh, ich kann das Licht sehen. Hm? Aufzug? Toll! Ziemlich hoch! Mal sehen, was wir draußen haben! Upsa, ich glaube, er hat mich gesehen! Das ist aber seltsam, dass Sie es mir eingebildet haben! Genosse Polizist, ich bin hier! Es scheint niemand hier zu sein. Zeit, von dir abzuhauen. Na, ihr kleinen Teller, seid ihr bereit, mir als Bumerang zu dienen? Scheiße, es hat nicht geklappt. Okay, versuchen wir es nochmal jetzt. Was soll das mit dem Lärm? Alter, ich habe Hunger, Mann. Mach mal voll hier. Das ist kein Kurort für dich. Abendessen ist geplant. Hallo, Freund Wache. Ich habe ein halbes Buch gelesen, während ich auf Sie gewartet habe. Bleib auf dem Platz stehen. Wie aber bist du rausgekommen? Ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Schlaf, mein Süßer, schlaf ein. Hier ist der Schlüssel. Hast du mich vermisst, mein Freund? Dicker, wie bist du rausgekommen? Du wiederholst ständig. Wie bist du rausgekommen? Wie bist du rausgekommen? Magie! Okay, hilf mir, die Zelle zu öffnen. Komm raus. Danke, du bist mein Held. Jetzt sei nicht schnippisch. Wir müssen den Glendo retten. Komm schon. Okay, versuchen wir mal das noch einmal. Was ist denn das hier bitte? Warum geht das nicht, Mann? Ich glaub's nicht. Psst.
Hä? Hey, was macht ihr denn hier? Hä? Hey, hast du uns vermisst, hä? Oh, mucho gusto. Gut, dass ihr gekommen seid. Komm, macht schon auf. Oh, schlechte Nachrichten, mein Freund. Der einzige Schlüssel war für die Zelle des Kleinen und wir haben keine Zeit, nach deinem Schlüssel zu suchen. Du nicht auf diesem Weg raus, Alter. Ich habe alles versucht. Ich habe das Schloss erhitzt, dagegen getreten. Nichts hat funktioniert. Mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, es klappt, Mann. Ich musste dieses Seil von der Wäscherei nehmen. Ich hoffe, es ist stabil. Wie sieht der Plan aus? Ach, das ist ganz einfach. Du umwickelst das Fass mit einem Seil und wir binden das andere Ende an die Zelle. Halt fest, Alter. Hier ist es auch fest. Jetzt erhitze das Schloss so stark du kannst. Wenn das Metall weicher wird, wirf der Kleine ein Fass und reißt es heraus. Sind alle bereit? Sieh, jetzt wird's heiß werden. Mucho gusto. Es hat funktioniert. Ich möchte euch umarmen. Kommt her. Keine Zeit für Zärtlichkeiten. Lass uns gehen. Hey, wo bringt ihr uns hin, ne? Entspann dich. Wir müssen irgendwo hin, um uns zu revanchieren. Ich hoffe, ihr wisst, was zu tun ist. Natürlich. Gibt es hier irgendwo einen Geheimausgang? Nein, nein, das Buch hätte zurückgegeben werden müssen. Was guckst du denn so? Oh, komm schon, wir haben noch einen Ort, an dem wir anhalten und es aufhalten können. Komm schon, lass es gehen. Stehen bleiben, nicht bewegen. Ich bin wieder aufgewacht. Ich kümmere mich um ihn. Bin ich der Verrückte? Du hast einen ganzen Mann angezündet. Okay, wenn wir am Leben bleiben wollen, müssen wir die Tochter des Präsidenten sofort retten. Alter. Hauen wir ab, Jungs. Das sind sie, unsere Kriminellen. Wirklich? Nur zwei von ihnen? Und die konnten nicht von Sonderansatzkommando erlegt werden? Wir sollten nichts überstürzen. Ich bin sicher, es gibt hier noch viele mehr. Das Wichtigste ist jetzt herauszufinden, wo die Tochter vom Präsidenten ist. Und dieses Ding da kann fliegen? Gib her, du Vollhonk. Diese Waffe ist eine Nummer zu groß für dich, Alter. Also so, wir müssen uns aufteilen und nach dem Mädchen suchen. Mann, ich hatte mich gerade an euch gewöhnt. Das war's. Lasst uns aufteilen. Es ist Zeit, etwas Spaß zu haben. Finde mich, Kumpel. Ich bin hier. Ich bin hier, Dummkopf. Jetzt ist es soweit. Da hat sich jemand einen gesunden Schlaf gegönnt. Wo bist du? Ich warte auf dich. Ha, du großer Stier. Komm schon, schleif ein. Gute Nacht. Jetzt kannst du deine Augen schön schließen. Also, komm schon, Mädchen, wo bist du? Wo versteckst du dich, Alter? Gib mir wenigstens ein Zeichen. Gut, ich prüfe die Gegend. Ist aber verdächtig ruhig hier. Okay, lasst uns ihre Aufmerksamkeit wecken. Selbstzerstörung. Wer ist da? Ich will dich finden. Wir werden jetzt diesen Soldaten ausschalten. Hey, Kollege! Ich war derjenige, der hier Lärm gemacht hat. Wer bist du? Was tust du hier? Man sagt, du hast hier ein Mädchen versteckt. Schnell, Hände über den Kopf. Ganz ruhig, nicht nervös werden, junger Mann. Ha, ich glaube, deine Falle hat nicht funktioniert. Was willst du jetzt tun? Der Junge macht es immer richtig. Gute Nacht, Alter. Oh, so. Scheint, als wäre ich ja nicht alleine. Das könnte ich gebrauchen. Jetzt werden wir rausfinden, in welcher Kabine er ist. Ja, jetzt wird's lustig. Ah, oh Mann, wie heiß, das ist so heiß. Au, au, au. Eine Pause bei der Arbeit. Mein neuer Freund will einfach nicht aufwachen. Das ist in Ordnung, wir werden ihm jetzt helfen. Wer bist du? Was willst du von mir? Ruhig, ruhig, mein kleiner Freund. Sag mir lieber, wo du die Tochter des Präsidenten versteckt hast. Haha, du Idiot, du wirst nie an sie rankommen. Willst du ein bisschen Spaß haben? In Ordnung, Bube macht auch Spaß. Lass mich los! Bist du irre? Ich werde alle Informationen aus dir herausholen! Mit deinem Kitzel? Also wirklich, wir brauchen etwas Seriöseres! Hoppla! Brich deine Zähne nicht, Claude! Mach dir keine Sorgen um meine Zähne! Mach dir Sorgen um deine Finger! Was soll mein Finger sein? In 15 Minuten. Oh, 15 Minuten ist ziemlich lang. Ich denke, ich habe genügend Zeit.
Das ist für euch. Ich verstehe nicht. Hey, was sollen die ganze Sache? Wir haben Gäste. Macht euch bereit, sie zu begrüßen. Was zum Teufel ist das Ding? Was zum... Ah, da bist du ja. Ich habe auf dich schon gewartet. Wer bist du? Was machst du hier? Mein Name ist Bube. Und du? Zeig mir deine Hände, damit ich sie sehen kann. Und zwar schnell. Willst du mit mir spielen? Ich habe dich gewarnt. Du hast es so gewollt. Halt! Ich werde schießen. Ist das deine Waffe? Oh, falsche Einschaltung. Gut, dann werden wir jetzt ein Spiel mit dir spielen. Wenn du die rote Karte ziehst, lasse ich dich gehen. Und wenn du aber die schwarze Karte ziehst, lernst du meinen Freund kennen. Hä? Zieh die Karte. Oh, wie traurig. Du hast verloren. Okay, ich gebe dir noch einen Versuch. Zieh nochmal. Oh, man sagt, es sei Anfängerglück. So ein Quatsch. Gib mir noch eine Chance, bitte. Du hast Glück, dass ich ein Spieler bin. Ziehe. Und das war's. Schluss jetzt. Sag mir jetzt, wo du das Mädchen versteckt hast. Du hast geschummelt. Ich gebe dir 3 Sekunden. Sie hat im Hangar festgehalten, in dem Hubschrauber steht. Sie ist im Hilfsmittelstraße. Oh, danke fürs Mitspielen. Oh, du hast ihn gut getroffen. Klar, damit sie mit uns keine Witzchen machen. Hörst du das? Der scheint jedem da zu sein. Geh und seh nach und ich kümmere mich um ihn. Steh auf! Hey, ich sag dir aufstehen! Netter Fund. Oh Mann, es ist, als hätte jemand den Schein festgeklebt. Ich sagte doch, dass niemand an den Hunderter widerstehen kann, der auf dem Boden liegt. Jo, tut mir leid, dass ich an deinen Fähigkeiten gezweifelt habe. Du bist gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Und weißt du, was das Beste daran ist? Sie sind auch nicht echt. Jetzt werden wir einen Sack auf ihn werfen. So einfach ist das. Schau zu, wie man es macht. Ah, warte. Ich habe den Sack aufgehängt, also schneide ich ihn ab. Okay, komm schon. Welche nehme ich? Alles klar, überrasch mich. Gut, dann nehme ich diese. Okay, und nochmal. Was soll das denn? Ey, du Idiot, du wirfst falsch, Alter. Was ist los? Versuch ihn zu drehen, Mann. Gleich finden sie uns. Ich hab die Nase voll von deinen scheiß Karten. Komm, versteck dich. Der Junge wird dir zeigen, wie es geht. Autsch! Geschafft! Na, was sagst du jetzt? Oh, sehr cool. Kannst du mir auch so einen Bumerang geben? Nicht jetzt. Wir müssen El Glent retten, Mann. Richtig. Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Steh auf. Hey, ich sagte aufstehen. Aufwachen, habe ich gesagt. Oh, hey, Partner. Was gibt's denn? Brauchst du vielleicht etwas Hilfe? Keine Bewegung. Hände hoch. Was ist passiert? Erkennst du mich nicht? Ich bin es, dein Partner. Sogar haben wir die gleiche Maske. Oh, was ist das für ein Clown, der jetzt geschickt würde, mit uns zu kämpfen? Verdammt, ich dachte, ich wäre gut verkleidet. Mach keine Scherze. Hol schnell deine Waffe raus. In Ordnung. Mal sehen, was ich habe. Hier. Was ist das? Ein Kegel. Wir können jetzt bowlen gehen. Weiter. Okay. Hier. Wofür ist das denn? Ist doch klar. Ich wiederhole, keine Scherze. Okay, kein Scherz. Was hast du sonst noch da? Komm schon, zeig mir, was du sonst noch da drin hast. Naja, du hast selber gefragt. Wie wäre es mit etwas Tee? Oh, er ist gleich fertig zum Aufwärmen. Sie haben eine Art Notfallsitzung oder so. Natürlich, wir wissen, dass wir hier sind, Alter. Wer auch immer Sie sind, Sie wissen, dass das Mädchen hier ist. Wir müssen Sie sofort rausholen. Was ist mit den anderen? Vernichten. Wer will er denn vernichten hier? Mich verwirrt noch etwas. Sie waren zu dritt und jetzt sind sie zu zweit. Wir müssen sie weiter im Auge behalten. Das ist doch die Tochter vom Präsidenten. Also was wissen wir denn hier herum? Los geht's! Hey Mädels, habt ihr nicht zufällig über uns geflüstert? Halt, keine Bewegung! Wie soll ich euch braten? Medium oder durch, Jungs? Zurück mit euch, ihr Witzbolde! Der Junge mag es nicht, wenn man ihn beleidigt.
Also anscheinend wollen sie durchgebraten werden. Alles klar. Ha, ist das alles? Und ich dachte, es würde einen größeren Kampf geben. Boomerangs auf dem Boden, und zwar schnell. Sonst drücke ich den Knopf und der ganze Laden geht jetzt hoch. Ganz ruhig, ich hab's, Alter. Hilfe, ich will nach Hause. Macht ja keine Ahnung, alles wird gut werden. Lass sie gehen, dann gehen wir auch. Deppen, ich werde das bis zum Ende bringen und niemand wird mich aufhalten. Du böses Mädchen. Das war's, hör auf, hab keine Angst. Legt eure Waffen weg, ergebt euch, wir haben das Mädchen. Du verstehst es immer noch nicht, oder? Selbst wenn ihr das Mädchen habt, wird niemand hier lieben rauskommen. Und niemand wollte mit uns gehen. Wir fahren. Mädchen, du drehst dich besser. Er ist wirklich verrückt. Seht mal, was ich gefunden habe. Warte, nein. Gib es mir besser, warte. Lass uns einfach hier verschwinden, ja? Ich stimme dir zu. Gehen wir. Kämpfer, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine großartige Arbeit geleistet. Der Präsident hat jedem von euch persönlich seinen Dank überbracht. Wie vereinbart, seid ihr jetzt frei und könnt gehen. Alle Anklagen gegen euch wurden aufgehoben. Was mit den Armbändern, ne? Na, die lassen wir erstmal. Für den Fall der Fälle. Kamikov, ich lade Brawl Stars runter. Angry Birds ist für Rentner. Jungs, schaut euch das an. Leute, guten Tag. Ich bin der Leiter eines der größten und sichersten Einkaufszentren unserer Stadt. Und ich habe eine Herausforderung für euch. Ihre Aufgabe, heute Nacht vom ersten Stock ins Einkaufszentrum zu kommen. Passieren Sie es vollständig unentdeckt und verlassen Sie es durch den Ausgang im dritten Stock. Ich habe von Ihren Heldentaten gehört. Sie sind wendig, schnell, Sie können an jeden Ort gelangen und auch daraus entkommen, aber ich bin sicher, dass sie mit meinen Sicherheitsmaßnahmen nicht fertig werden können. Hat der Rentner vergessen, seine Tabletten zu nehmen? Stellt euch vor, er sagt, dass wir es nicht schaffen. Ist doch ganz easy peasy. Wir gehen rein, rauben's aus und gehen. Ich stimme zu, Alter. Wir sind im Geschäft. Also, wir haben ein paar Stunden Zeit, um uns vorzubereiten. Lass uns ausrüsten. Denk doch mal mit deinem Kopf nach. Wir gehen einen Raubüberfall machen. Wo werden wir denn all die gestohlene Sachen hinlegen, wenn die ganze Tasche voller Müll ist? Du musst doch nur das Nötigste mitnehmen. Das Allernötigste. Glenn, du bist ein Genie. Oh, ich nehme eine Münze als Glücksbringer. Also, warum hast du einen Schraubendreher gegeben? Also erstens, das ist kein Schraubendreher, das ist ein Dietrich. Ah. Das sind doch Geschäfte und wir müssen da die ganzen Schlösser öffnen. Leg's rein. Okay. Rück mal ein Stück, ich zeig dir, was ich habe. Also, einen Überfall auf ein Einkaufszentrum zu machen ohne Spionagegeräte, das ist doch ein Fehlschlag. Also, hier ein Laserpointer. Und natürlich das Allerwichtigste. Mein Baby, ich träumte so lange, dich schon mal zu benutzen. Also, schau her. Was ist das? Sieh her. Ja, cool, oder? Alter, geil. Und du bringst ja irgendwelche Schaufeln mit. Ich denke, das wird eine sehr schwierige Aufgabe sein und einige unerwartete Überraschungen können auf uns warten. Also müssen wir uns gut vorbereiten. Und es gibt keinen besseren Ort auf der Welt als das A4-Lager. Hier gibt es so viele Sachen. Es gibt sogar einen riesigen Hut und eine Bärenfalle. Ich weiß überhaupt nicht, was dich hier macht, aber kommen wir zur Sache. Hier so ein Rucksack, das sieht sehr spionageartig aus. Ich habe viele Filme über Spione gesehen und ich habe Ahnung, was man mitnehmen muss, wenn plötzlich ein Angriff beginnt. Wir haben drei Stück ins Einkaufszentrum, man weiß nie, wenn man zwischen den Etagen klettern soll. Lass uns gehen. Irgendwo hier muss Kletterausrüstung sein. Nein, hier sind Eier, Öl, sogar eine Tüte Nüsse. Mir scheint, dass man ein separates Video für den Kanal drehen kann, was in dem A4-Lager rumliegt. Ah, hier ist es. Gut. Hier ist das Seil und hier ist so eine Art Anzug. Das ist ein Gürtel und hier musst du deine Beine reinstecken. Um ehrlich zu sein, stecke ich das unter meine Kleidung, damit man das nicht merken kann. Unter meine Hose. Oh, ich habe hier auch einen riesigen Haufen Falschgeld gefunden. Was machen die hier? Wir haben die nie benutzt. Schaut, es ist klar, dass die nicht echt sind. Die sind weiß, fool. Riecht nicht gut. Aber in unseren Videos haben wir immer echtes Geld. Ich finde gleich ein passendes Mülleimer und schmeiß es weg und wir ziehen uns um. Los, hier ist ein passendes Mülleimer. Das brauche ich nicht mehr.
Lass uns gehen. Also, schaut euch das an. Hier sieht man nichts, oder? Aber eigentlich habe ich unter meiner Kleidung die ganze Ausrüstung für eine schnelle Evakuierung. Jetzt zeige ich euch, wie es von hier ausschaut. Damit es die Beine hält und alles zusammen funktioniert. In solchen Momenten fühle ich mich wie eine Art Kommando. Ich bin mit verschiedenen Dingen vollgestopft und bin bereit für alle Umstände. Sogar über Stockwerke zu springen. Wow, wir haben heute eine interessante Mission. Und ich habe eine interessante Mission für dich. Damit sie erledigt wird, hast du 5 Sekunden Zeit, um zu abonnieren. Der Zuschauer von dir hat es nicht geschafft und die Mission war gescheitert. Aber du bist cooler und deutlich schneller. Also los, beweise, dass du besser bist. Die Zeit geht los. Komm schon, abonniert den Kanal. Drück auf den roten Knopf. Huch. Na, hast du es geschafft? Ja? Super gemacht! Nun diejenigen, die schon abonniert sind, ihr seid großartig, ihr seid bereits unsere Bande. Jede Mission ist für euch easy peasy. Nun, dieses Hoodie ist ziemlich bunt. Ich muss mich umziehen. Also. Okay, passt. Seid ihr bereit? Ja, schau, ich bin wie ein Soldat. Du wirst in dem gehen? Was, Alter? Geiles T-Shirt. Stör dich nicht, Kuberg, dass du in diesem T-Shirt sogar aus dem Weltall zu sehen bist. Du bist ein heller Fleck und wir gehen ins Einkaufszentrum und es wird Nacht. Wir müssen wie Ninjas sein und wir müssen mit jedem Schatten verschmelzen. Und hast du überhaupt keine Filme über Raubüberfälle gesehen? Ich schau da, aber genau so, nicht sein. So sollte es sein. Los, sieh das an. Köbikow! Gut, erfrischt vor dem Überfall, ne? Okay, seid ihr bereit? Leute, ich hätte fast vergessen. Unsere Verbindung, natürlich. Oh, ja, halt, weißt du, ja. Test. Oh. Das hat funktioniert. Also, ich habe mich über den Content gekümmert und so ein Baby nehme ich mit, wenn überhaupt, damit man so einen kurzen Kommentar abgeben kann. Wir laufen so weg und ich schmeiß dir so, oh. Ja, krasser Gangster-Shit. Oh, wirf nicht auf Kubiko. Nein, dir wirft mir nichts zu. Übrigens, was Konspiration angeht, versteht doch, dass wir nicht mit meinen Giglas ankommen können. Nun ja, er fällt auf, Alter. Wenn wir damit zum Parkplatz fahren, verstehen sie sofort, dass wir an der Basis sind. Aber lass uns nicht mein Baby nehmen. Exakt. Okay. Also, los geht's. Wir sind da. Wir müssen schnell sein. Raus. Nun, Leute, lass mich euch erklären, warum wir in dieses Einkaufszentrum gekommen sind. Es ist genau 12 Uhr nachts. Stellt euch vor, Leute, das Management dieses Einkaufszentrums haben uns eine Challenge gestellt. Und sie sagten, dass wir nicht in der Lage sein werden, ihr Sicherheitssystem durchzubrechen, die Wache zu täuschen und ein paar wertvolle Dinge mitzunehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wir haben diese Challenge angenommen und heute werden wir es tun. Wir rauben dieses Einkaufszentrum aus. Nun, mein Name ist Vladafir, gelernt Kabikov und los geht's! Leute, das ist ein dreistöckiges Einkaufszentrum, das unterirdisch liegt. Und jetzt sind wir an der untersten Ebene. Lass uns gehen. Hält zusammen. Wir sind ein großer schwarzer Fleck. Hier ist der erste Laden. Los geht's. Was? Ich glaube, ich habe das Bügeleisen nicht ausgeschaltet. Bist du bekloppt oder was? Wir müssen schnell sein, also lass uns nicht ablenken. Hier ist die Tür. Es ist geschlossen, Alter. Natürlich ist es geschlossen. Wir sind doch in einem geschlossenen Einkaufszentrum, mein Lieber. Hol die Werkzeuge. Seid ihr Woher kam Erdin? Was? Ja, sein Herz schlägt schon. Atmet. Ich weiß nicht, ob er atmet, aber sein Herz schlägt. Also Leute, lasst uns von hier verschwinden, Alter. Dann los. Los geht's. Alter, komm. Im Haltungszentrum wurden Räume gesichert. Alle Ausgänge sind gesperrt. Leute, wir sind... Alle Waffen in Bereitschaft. Bleib leise. Ihr habt's verstanden, ja? Verstanden. Also, wir brauchen dringend einen Plan. Gut, dass ich eine Karte dabei habe. Eine Karte ist immer gut. Leute, kann ich ja nicht ein. Ich will auch... Kabikov? Wir stellen einen Plan zusammen. Wir brauchen eine Karte, um zu verstehen, wo wir sind. Also, wir sind irgendwo hier? Nein, das ist es. Nein, da sind wir.
Sind in den Toiletten. Also, der einzige Ausgang, den wir brauchen, er ist im dritten Stock, Leute. Und das ist jetzt 2 Stockwerke höher als wir jetzt. Und es gibt 2 Nachrichten. Eine schlechte und eine gute. Beginnen Sie mit einem guten Ja. Es gibt einen Aufzug. Da los. Warte, nein. Und die schlechte, da ist ein rechter. Ja, ist doch egal. Der liegt da sowieso. Es macht uns nicht aus. Lass uns zum Fahrstuhl gehen. Bist du einverstanden? Ja. Na, passt. 2 gegen 1. Los geht's. Lass uns gehen. Da sind 2 Aufzüge. Ja, los. Stehen bleiben! Oh! Was ist denn mal? Zum Fahrstuhl! Oh, drück auf den Knopf! Schneller! Schon. Jungs, und Schwanz ist hinter uns, Alter! Also du! Halt! Habt ihr das gesehen? Direkt vor seinem Gesicht! Mein Gott. Jetzt müssen wir nur rauskommen! Also komm! Also Leute, Hände hinter den Kopf und ihr kommt jetzt alle mit! Lauf los! Was? Anscheinend haben die mich verwundet. Nein, da ist nichts. Das werde ich dir nicht so durchgehen lassen. Wir holen uns sie. Los. Halt mal an. Wo geht ihr? Verdammt. Ich bin hier. Bitte warten. Du holst mich nicht auf. Bleib stehen. Warte. Bleib jetzt stehen. Oh, die laden es auf. Okay. Ich verstecke mich irgendwo hier. Also, ich bleib hier. Die Wache. Hey, Kollegen, die sind sehr schnell. Ich denke, wir müssen Polizeiverstärkung anfordern. Hey, bleib mal ganz cool, ja? Wir sind ja nicht den ersten Tag. Wir kriegen das schon hin. Wenn wir sie selbst fangen, dann gibt's Knete, Mann. Also, holen wir uns diese Einbrecher. Wir kriegen das jetzt hin. Wir bleiben zusammen und dann schaffen wir das. Ja, ich brauche diese Prämie, denn ich muss meinen Opel Corsa reparieren. Das ist ganz wichtig. Verstanden? Los geht's. Lass uns gehen. Habt ihr das gehört? Sie wollen uns fangen. Unser Plan ist in Gefahr. Die suchen jetzt die Jungs. Wir müssen uns was einfallen lassen. Oh mein Gott, Leute. Ich dachte, wir könnten das auf die schnelle Art und Weise erledigen, aber hier sind überall Wächter. Naja, ehrlich gesagt, ich freue mich sogar über so eine Action. Es wird interessanter. Und eigentlich liebe ich das Thema mit den Raubüberfällen so sehr. Leute, lasst uns dieses Video liken. Und dann machen wir noch einen krassen Überfall in einem sehr bewachten Objekt. Also Leute, gebt uns ein Like und ich gehe die Jungs suchen. Ja, Alter. Shop geöffnet. Scheint niemand da zu sein. Das ist jetzt die Situation hier. Ich wurde fast erwischt. Ich denke, sie jetzt überprüfen wir, Alter. Ja, schau, es ist eine Perücke. Und das ist ein großartiges Werkzeug zum Verkleiden. Die Wachen können schnell sein, aber ich bin zu schlau für sie. Komm, Herr Kopf ist der Meister der Verkleidung. Ich bin der Kopf hier, Alter. Denken wir noch, was wir brauchen, Alter. Also, was ist da drin, Alter? Ja, es ist nichts, Alter, was es nicht gibt. Ja, geil, Alter. Eine Perücke, endlich, Alter. Ich kann sie mitnehmen, Alter. Was, wie geil, Alter. Verschütten wir jetzt was auf dem Boden von dem Duschgel und sie rutschen damit aus, Alter. Und wir sind so schlau, Alter. Was für eine geile Falle, Alter. Also, Kobakov, du bist der Kopf, Alter. Denk nach, Alter. Was können wir noch machen? Was ist hier, Alter? Hier haben wir... Also, hier ist es auch nicht. Was kann ich jetzt noch mitnehmen, Alter? Oh, schaut mal, ey. Dieses Gel hier zum Duschen, Alter. Das ist richtig gut, Alter. Damit werden sie hier runterfallen, Alter, und ausrutschen. Was für eine geniale Falle, Alter. Ich nehme das mit. Stehen bleiben! Ich sagte, stehen bleiben! Oha! Bitte! So, Alter! Nimm das hier auf zu werfen! Bleib stehen! Ich sag doch. Alter. Verdammt, Mann! Alle Läden, alles ist geschlossen! Ach komm schon! Oh Mann, die Mission ist noch nicht gescheitert, aber schon am Rande. Die Sicherheitswachmänner haben bestimmt schon die Polizei gerufen. Und wir haben sehr wenig Zeit. Wir müssen schnell einen Weg in den 3. Stock zum Hautausgang finden. Also, es ist überhaupt nicht klar, wo diese ganzen Wachmänner sind. Und ich sehe hier auch überhaupt nicht, wenn ich hier um die Ecke gucke. Stopp, Leute. Ich habe eine Idee. Aber dafür brauche ich einen abgelegen, sicheren Ort. Und da ist genauso einer von denen. Los geht's. 1, 2, 3. Also, es hat geklappt. Ich höre keinen Schrei der Wachen. Also haben sie mich nicht bemerkt. Jetzt muss ich noch einmal nachsehen.
Also es scheint, dass hier überhaupt keine Wachen sind. Aber die Sicht ist sehr schlecht und deshalb bin ich hierher gekommen. Glenn wäre nicht Glenn, wenn ich nicht ein paar coole technische Gadgets mitgenommen hätte. Komm schon. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Quadrocopter. Ach so. Jetzt wird mir dieses Baby alles erzählen. Ich werde mich jetzt damit verbinden und das gesamte Einkaufszentrum entlang fliegen. Also, ich werde gleich genau herausfinden, wo die Wachen sind und dann werde ich es den Jungen mitteilen. Es funktioniert. Los geht's. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt verstecken wir uns und stehen. Ich bin genau in der Mitte des Einkaufszentrums und jetzt kann ich alles sehen auf 360 Grad. Oh, schaut mal, da rennt sie, sie rennt. Yo, schau dir das mal an, das sind irgendwelche Hacker oder was? Was ist denn herum? Schlag den Hubbel endlich runter. Ich muss wegfliegen. Komm schon, komm, lass das los. Hier, schau dir die ganzen Technologien an. Warte mal, gib das Ding mal her. Nur so eine Kackdrohne. Oh Mann, diese Rentner haben meine Drohne runtergeschlagen und jetzt muss ich auf eigene Gefahr weitergehen. Oh Mann, die war echt teuer gewesen und der Opio verläuft echt nicht gut. Mal schauen, wie es weitergeht, Leute. Verdammt, Leute, jemand ist reingekommen. Ein Wachmann. Verdammt, was soll ich tun, was denn? Also, Glenn Tikhwikov. Oh, Leute, ich hab eine Idee. Also. Oh, er kommt. Oh, das sind doch diese Blocker. Und ich verstehe nicht, was sie hier gemacht haben. Ich verpasse kein einziges Video von denen. Er sieht immer so aufgeregt aus. Naja, hey, rück mal rüber. Also, ich gehe weiter. Ich hab meine Augen nie so lange offen gehalten. Oh, ich dachte, mir würden die Augen ausfallen. Also, lass uns von hier verschwinden. Übrigens, Wladimir, der Sohn eines Wachmanns, der mich jeden Tag beobachtet. Ich sage Hallo und ich hoffe, dass du auf den Kanal abonniert bist. Und wenn nicht, dann kündige ich dieses Hallo. Kurz gesagt, Leute, vergesst nicht, euch zu abonnieren. Also, der Weg ist frei. Ich laufe hier raus. Hey, komm mal her. Ich habe einen coolen Pullover gefunden. Mit Kunst und Donut auf dem Rücken. Echt schön. Sieht echt schnieke aus. Zum Arbeiten echt perfekt. Huch, kaum geschafft. Die haben mich fast erwischt, Alter. Wo kann ich mich hier verstecken? Oh. Wie geil, Alter. Das ist ein Putzfrauenkostüm, was ich brauche, Alter. Genau das, was ich brauche. Also, ein Kittel, eine Perücke, das war's. Jetzt kannst du mich nicht mehr von einer echten Shoppingcenter-Putzfrau unterscheiden. Also, ich werde definitiv von den Wachtleuten erwischt. Und dir nehmen diesen Karren. Oh, liebe Putzfrau, es ist schon echt spät. Was machen Sie denn hier? Junge Leute, das Einkaufszentrum ist groß. Du weißt, wie viel wir putzen müssen. Wir müssen den ganzen Scheiß putzen. Ja, halt auch unter deinen Füßen. Entschuldigung. Also, ich werde dann diese kleinkriminellen Jugendlichen fangen, ja? Ja, ich gehe dann. Dir schon. Übertreter? Ja, stellen Sie das mal vor. Irgendwelche Jugendlichen sind bei uns hereingeklettert. Was bist du, Alter? Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde dir schnell einfangen. Sie kennen mich ja schon. Die kriege ich. Ich krieg sie alle. Das geht nicht. Ja, Gott segne dich, Dimitri, Alter. Der Dienst wartet auf dich, Alter. Wie Sie sagen, die Bürgen wischen sich nicht von allein. Ja, richtig, das stimmt. Wenn was ist, dann kommen Sie rein zum Kaffee trinken zu mir. Okay. Oh, ich habe so ein Glück gehabt, dass ich aussehe wie eine Putzfrau. Gut, dass ich die Perücke mitgenommen habe, Alter. Die Jungs müssen sie suchen, Alter. Fast eingeschlafen. Scheint frei zu sein. Wir bewegen uns in den dritten Stock. Stehen bleiben. Sofort ruhig, herkommen. Ruhig. Weißt du überhaupt, was du für Schwierigkeiten bekommen wirst, ja? Jetzt wirst du von der Schule fliegen. Keine Uni, keine Zukunft, kein gar nichts. Wir rufen deine Eltern nicht an. Nicht mal einen Führerschein. Verstanden? Schon dein Leben kaputt gemacht. Ach so. Wie gefällt euch das hier? Hey, Junge, beruhig dich mal. Mach bitte nicht so etwas. Nicht auf unserer Schicht, okay? Wow. Es gibt immer einen Weg. Beruhig dich. Hasta la vista, Jungs. Nein! Haha, auf Wiedersehen, ihr Narren! Entkam uns der Kleine. Igel, bitte komm, hier ist Adler, er ist abgehauen. So, los geht's. Komm, gehen wir.
Hey Jungs, ich bin wieder im ersten Stock, könnt ihr mich hören? Bitte komm, hier ist Glenn. Wie bist du da hingekommen? Es spielt keine Rolle. Sag mir lieber, wie ich zurück wiederkommen kann. Verdammt, mein Quadrocopter wurde zerstört. Aber ich weiß, dass auf der Etage irgendein Überwachungsraum mit Kameras gibt. Ich werde versuchen, da einzudringen. Verstanden? Verstanden, dann warte ich auf weitere Anweisungen von dir. Videoüberwachungsraum? Wo bist du nur? Vlad, bleib dran! Passt, ich hab mich versteckt! Videoüberwachungsraum? Oh! Die hat mich fast erwischt. Leute, ich habe doch eine Ablenkung auf Lager, die funktionieren sollte. Aber dafür muss ich an einen besseren Ort gehen. Los geht's, Leute. Er scheint so, als hätten sie mich noch nicht gesehen. Das ist mein Laserpointer. Schaut, was jetzt passieren wird. Komm, du gehst nach links, ich gehe nach rechts. Richtiger Flitzer. Der läuft jetzt schnell, der Kleine. Auf den Boden! Hör mal, also diese Kleinen haben anscheinend Gewehre. Sowas wie eine M16. Ja, natürlich. Was werden wir denn machen? Was soll das? Bleib liegen, wir müssen eine Deckung finden. Jetzt los aber. Und ganz vorsichtig. 100%iger Erfolg. Ich habe sie jetzt definitiv für 10 Minuten abgelenkt. Jetzt kann ich zum Videoüberwachungsraum gehen. Oh, so. Vlad, bitte komm. Es reicht für dich aufzuruhen. Ich sehe dich auf den Kameras. Zeit, loszugehen. Ja, komm schon. Alle sehen das Auge. Also, du gehst jetzt nach vorne und dann biegst du um die Ecke ab. Alles ist sauber. Verstanden. Und um die Ecke links oder rechts? Nach links. Verstanden. Ich gehe los. Erschreckt. Halt an! Vor dir ist eine Wache! Du musst hier direkt umgehen! Es gibt keinen anderen Weg herum! Verstanden! Die Wache ist da, aber ich muss an die andere Ende. Okay, passt schon, ich werde versuchen durchzuschlüpfen. Stopp! Halt jetzt! Oh Mann, man hat ihn doch gefunden! Ich muss ihn dringend retten! Verdammt, das Handy hat geklingelt! Warte jetzt! Der Kopf, verdammt, hast du kein Walkie-Talkie! Und wo bist du? Ah, ich verstehe, ich verstehe. Warte, komm her! Hier, komm her! Komm, schnell! Jungs, lass uns laufen! Rennt! Hört jetzt auf! Ich sagte doch, bleib jetzt stehen! Diese ist offen! Verdammt, Kubikov, was ist mit dir passiert? Warum verschwindest du immer, Mann? Jeanne Petrovna! Oh, das ist eine lange Geschichte, Leute. Oh Mann, diese nervigen Wachmänner. Sie kommen! Schnell! Was machen wir jetzt? Wir müssen uns umschauen. Was soll man sich ansehen? Hier sind nur Turnschuhe. Vielleicht könnten wir sie den Schuhen zuwerfen. Leute, ich habe eine Idee. Hier, schneller. Hört zu, wir sind in einem Schuhgeschäft. Und was? Bleibt hier ruhig, versteckt euch und ich bringe was mit. Was machst du denn? Endlich diese stinkende Gewand loswerden. Leute, ich hab hier Rollerskates gefunden. Voll cool. Kurz gesagt, ich laufe jetzt und lenke die Wache ab und ihr rennt von hier weg. Warte, das ist jetzt keine Zeit für Opfer. Wir können dich nicht alleine lassen. Was für ein Verlass. Natürlich verlasst ihr mich nicht. Ich lenke sie nur ab und dann treffen wir uns in der Nähe des Haupteingangs. Das war's. Los geht's. Viel Glück dir. Komm, los geht's. YouTube wird dich nicht vergessen. Also, wenn wir die jetzt fangen, dann kriegen wir von unserem Chef eine Auszeichnung. Und einen Bonus. Auf jeden Fall. Ja. Na, hallo, meine Lieben. Weg mir, dass ihr zu dritt mich nicht einholen könnt. Den Kommandos ist nicht gelungen und euch bestimmt nicht. Hey, Kleiner, ich zeig dir gleich, was ein Kommando ist. Bleib ich hole dich ein. Bleib stehen. Komm her. Vlad, wie schön. Los. Komm schon, lass uns los. Warte. Schau mal, wie schön lecker das Eis ist, ey. Alter, bist du komplett verrückt? Vlad riskiert sein Leben und du willst Eis essen? Was soll das, Mann? Nun ja, ich wollte Eis, Alter, ich wollte... Vorsichtig! Still bleiben, nicht bewegen. So, jetzt! Lass los! Nun wirklich, Leute, wir sind Blogger, wir sind keine Räuber. Wir haben an einem speziellen Auftrag gearbeitet, um ihr Sicherheitssystem zu überprüfen. Ihr könnt euren Boss anrufen, das war eine Aufgabe. Und wie gefällt es euch? Sehr gut. 10 von 10. Ja, das war wirklich so. Das war nur ein Test. Nun, vielleicht ist es Zeit, uns gehen zu lassen. Ja, bitte. Okay, wir lassen euch gehen, aber nur durch eine Bedingung. Ein Selfie. Natürlich, machen wir. Komm, hol das Telefon raus. Ja, klar. Ein Selfie, kein Problem. So. Mein Sohn wird eifersüchtig sein.